möchte euch etwas über Weihnachten in Deutschland erzählen. Und zwar nicht nur über Weihnachten selbst, sondern auch über Bräuche in der Vorweihnachtszeit. Also, wie auch in England, haben Kinder in Deutschland einen Adventskalender, wo man jeden Tag ein Türchen aufmacht bis zum 24. Dezember. Und wir haben auch, wie es in England auch gibt, einen Weihnachtsmarkt. Fast jede Stadt hat einen Weihnachtsmarkt, wo es viele Buden gibt mit Weihnachtsschmuck, Süßigkeiten, Geschenken und so weiter. Ein anderer Brauch ist unser Adventskranz. Ein anderer Brauch ist unser Adventskranz. Und zwar ist das ein Kranz, der meistens aus Tannengrün gemacht ist und er hat 4 Kerzen. Dies ist mein Adventskranz. Und am ersten Advent, am ersten Sonntag im Advent, wird die erste Kerze angezündet, am zweiten Sonntag 2 Kerzen, am dritten Sonntag 3 Kerzen und am vierten Advent die 4. Kerze. Und letzten Sonntag war der erste Advent und ich habe also die erste Kerze angezündet und nächsten Sonntag werde ich dann 2 Kerzen anzünden. Außerdem haben wir in Deutschland auch den Nikolaustag. Das ist der 6. Dezember. Am Abend vorher stellen Kinder Schuhe oder Stiefel vor die Tür und über Nacht kommt der Nikolaus und füllt sie mit Süßigkeiten und Nüssen und so weiter. Und der heilige Nikolaus ist eigentlich der Weihnachtsmann. Nun haben wir natürlich auch noch den richtigen Weihnachtsmann und zwar kommt der am 24. Dezember. Also der 24. Dezember, der Heiligabend, ist in Deutschland wichtiger als in England. Wir stellen den Weihnachtsbaum nicht vor Heiligabend auf. Und am Abend öffnen wir dann auch die Geschenke und manche Leute gehen in die Kirche zum Gottesdienst. Am ersten Weihnachtstag kommt dann die Familie zum Weihnachtsessen. Wir haben kein typisches Weihnachtsessen eigentlich. Also Leute essen entweder Gans oder Ente oder vielleicht auch Karpfen. Einen typischen Weihnachtspudding, wie in England, haben wir auch nicht. Aber wir haben einen Weihnachtskuchen und das ist der Stollen. Und dann nach dem ersten Weihnachtstag ist dann der zweite Weihnachtstag und ja, da besucht man entweder Verwandte oder man erholt sich vom ersten Weihnachtstag. Ja, das wär's und ich wünsche euch frohe Weihnachten.